Heute gibt's die Ziehung der Gewinner unseres Adventskalenderspiels, also aufgepasst. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und erst einmal, liebe Leute, mea culpa. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen, auch wenn ihr das Ganze dann wieder repariert und bemerkt habt. Bei unserem Adventskalenderspiel, da ging es ja darum, 24 Buchstaben in die Filme zu integrieren und ihr solltet dann nachher das richtige Lösungswort herausfinden. Der Erste hat schon am ersten Tag das richtige Lösungswort gesagt, obwohl überhaupt nur ein einziger Buchstabe veröffentlicht worden ist. Und dann kamen Dutzende weitere richtige Treffer, aber auch Aufklärungen von euch. Aufklärungen, dass wir irgendeinen Buchstaben in irgendeiner Version doppelt hatten. Aber hier sind die richtigen Einsendungen. Ihr habt es geschafft und gesehen, dass es nur eine richtige Lösung geben konnte. Das war das Wort Rechtsschutzversicherung. Ein Wort, was für uns im täglichen Gebrauch ist, womit wir immer zu tun haben. Und nur das war das einzig sinnvolle Wort, was ich aus diesem Buchstabenkuddelmuddel zusammensetzen konnte. Und insofern gab es da sehr viele Einsendungen, die das rausgekriegt haben. Und aus denen ziehe ich jetzt den Gewinner, der sich dann eines meiner Bücher aussuchen kann. Ich mache das jetzt mal hier so und verdrehe das hier und gucken jetzt mal nicht hin und wir greifen jetzt mal hier einen raus. Und Gewinner des diesjährigen WBS Adventsspiels und derjenige, der sich eines dieser drei Bücher, Mobile Apps, Handel im Netz oder Recht im Social Web aussuchen darf, ist Oliver C. Punkt. Wir haben noch ein paar andere Angaben von ihm hier draufstehen, nämlich seine E-Mail-Adresse. Die werde ich hier natürlich nicht kundtun. Wenn er sich aber mit Oliver C. Punkt bei uns gemeldet hat, dann weiß er jetzt Bescheid. Herzlichen Glückwunsch. Sorry an alle anderen, dass wir da diesen kleinen Dreher drin hatten. Aber ich glaube, wenn man die Buchstaben auf dem Tisch hatte, konnte man das Wort ganz gut erkennen. Wir freuen uns, dass ihr so rege an dem Spiel teilgenommen habt und dass so viele auch die richtige Lösung hatten. Und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, gerne bis morgen und bis dahin.